Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft im Bevos Tech Pack. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Zombie, halt mal die Backen da draußen, wo auch immer du steckst. Ich sehe dich nicht, dein Glück auch. Wie ihr sehen könnt, hat sich mein Haus verändert. Ich habe gerade geschlafen, es war Nacht. Und ich musste ein bisschen umbauen. Denn... Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, weil es hat echt ewig gedauert. Und selbst jetzt habe ich noch nicht allen Stil zusammen. Wir brauchen einfach so unfassbar viel Stil. Ey, da ist ein Kingslime. Das ist ein Kingslime, oder? Ist das ein Kingslime? Nee, ist einfach nur ein Blue Slime. Ist ja lame. Ist hier ein Skelett? Ach, da hinten, Alter. Voll gesniped. Hi. Und, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, wir haben eine Menge gemacht. Also, ich habe eine Menge gemacht. Ich habe hier ein bisschen Terraforming betrieben. Habe hier nochmal 4 Schächte mit der Turtle ausgehoben und habe angefangen. 2 Schächte habe ich schon mal fertig gemacht, die beiden. Und muss noch die in der Mitte, aber das wird noch eine Weile dauern. Also, das schaffe ich keinesfalls heute oder morgen in den Aufnahmen, weil, ja, viel zu viel zu tun. Das klappt einfach nicht. Das ist das Problem. Ja, das Haus hat sich ein bisschen, ja, verkleinert. Aber ich werde das noch anders bauen irgendwie. Ich weiß noch nicht. Ich werde wahrscheinlich hier noch so ein bisschen hier lang bauen. Und hier werde ich auch noch ein bisschen Terraforming betreiben und werde es dann hier hinten lang ziehen und werde dann die hier Solarpanels wegnehmen und auch aufs Dach stellen. Dann sind die nämlich mal weg und dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz wieder im Haus. Aber da ich ja eh ein Kellerkind bin, ist mir das eigentlich nicht so wichtig. Ja, dann hat sich hier Folgendes getan. Ich habe hier einen Tank eingebaut. Der ist voll mit Brine. Der geht halt bis dann unten. Und ich will jetzt aus dem Brine muss ich Liquid... Warte, wie heißt das? Ich weiß es gerade gar nicht. Liquid irgendwas muss ich herstellen. Deswegen muss ich hier nach unten buddeln, um das anzuschließen. Die habe ich schon mal angeschlossen, aber wir werden das jetzt mal hier machen. Da werden wir einfach mal in kompletter Länge des Tanks. Okay, bis hier. So, dann brauche ich die Dinger. So, zack. Extract. Dann mache ich mal trotzdem hier den Filter rein, sicherheitshalber. Und dann, achso, ja, das darf ich nicht vergessen. Disable. Die muss ich alle disablen. Weil, ich brauche es halt von ganz unten, weil wenn der Tank fast leer ist, wäre es halt blöd, wenn ich versuche von oben abzuzapfen. Ich weiß zwar nicht, ob es, weil es eine Open-Block-Struktur ist, also ein stackender Block ist, ob es egal wäre. Aber wir schauen einfach mal, indem wir das jetzt so machen. Und dann passt es schon. So. Und so. Und damit stellen wir her Liquid Lithium. Genau. Das Liquid Lithium muss dann wiederum in eine andere Maschine. Und dann wird da Tritium draus, glaube ich. Ich bin mir aber allerdings gerade nicht ganz sicher. Ist es alles schon ein Weilchen her? Den Tank werde ich auch noch erweitern, der wird dann wahrscheinlich hier über die ganze Fläche gehen. Werde aber vermutlich hier die oberste Schicht wegmachen und Stein drüber machen, dass man den Tank nicht sieht. Weil ehrlich gesagt gefällt er mir doch nicht so, wie ich es mir erst vorgestellt habe. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es langweilig aus. Keine Ahnung, gefällt mir halt einfach nicht. So, der ist, das läuft. Der ist ganz langsam erweckern. Ja, okay, der ist auch klein. Der auch. Und hier ballert der volle Möhre rein. Was sagt die Temperatur hier? 3,3. Ich werde nochmal hier die Heater herstellen. Ich habe keinen mehr, logischerweise. Resistive Heater. Oder? Hieß der nicht so da? Resist.
Tief. So. Genau, da werde ich nochmal zwei Stück herstellen. Die sollten reichen. Dann gehen wir mal zum ME-System. Da hinten. So. Was brauche ich denn? Okay, ich brauche eigentlich nur das in der Mitte. Die Superheating Element 1. Ich höre schon wieder einen Slime. So, zack. Und 1, 2. Okay, perfekt. die Kabel. Ach, die Kabel. Thermo. Irgendwas mit Thermo. Hier, Ultimate Dings. Und die Energy. Energy Conduits brauche ich. Und Fassaden. Ich brauche Fassaden. Okay, dann mache ich die hier drüben. Nein, wo war denn die Kiste? Ach, da. Wie mache ich denn das? Conduit-Fassaden, machen wir die hier. So, zack. Und so. Und so. Und holen mal den Octadic Kapazitator, oder wie das heißt. So. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen fixer. Dann dauert das nicht so lange. Schauen wir mal, los. 13, 14. Ich weiß nicht, ob die reichen eigentlich, die 37. Müssen wir dann glatt mal schauen. Hier, irgendwas ist hier los. Ich weiß nicht, wieso er das nicht mehr ausspuckt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade überfragt. Keine Ahnung. Und ja, ich glaube, ich... Warum hat der überhaupt... Ach so. Das geht nicht, wa? Nee. Egal, davon haben wir noch genug hier. Obwohl, den kann ich eigentlich mal ins RW-System schmeißen. Den Redstone-Würfel. So. Die sind auch dabei. Und der ist fertig. Dann nehmen wir die mal mit und gehen mal hier hin und als erstes machen wir, oh warte mal, was mache ich denn hier, ich bin völlig verwirrt hier, so insert Brian, so. Dann kann der ballern. Der ist schon dabei. Ist richtig eingestellt. Insert. Das heißt, war der einzige, der falsch eingestellt war. Okay. Na, ist auch nice. So. So. Zack. Dann hätten wir das erledigt. Jetzt müssen wir bloß den Strom von dort drüben hier rüber bekommen. Wie machen wir denn das am blödesten? Hier haben wir ja keine Stromquelle. Wir machen mal so. 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 Okay, das war natürlich blöd. So. Zack. Zack. Und zack machen wir. Und diesen. So. 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 Hier, hier. Und dann zecken wir das hier so rüber. Dann haben wir hier gleich drüben auch Strom. So. Hatte ich denn das hier? Da hatte ich die Maschine dahingestellt. Ich mach das mal weg. Der muss hier hin. Genau. So. Und so und so. Okay, der läuft. 1000. So.
Warte mal. Doch, ja. Nee, war richtig. Alles gut, alles gut. So und so. Genau, ich brauche nämlich zwei Kabel immer. Und dann kommt hier, hier, so. Und bei hier genau dasselbe. Da, da, da. Der kommt hier hin und dieses dicke Kabel kommt so hin. Und dann, achso, eigentlich brauchen wir das da unten gar nicht. Das war fail. So. Zack. Es wird schon wieder dunkel. Das ist uncool. Es geht manchmal so schnell. So. Ach, ich muss ja da mitgehen, ne? Wow. Kies. Alter, erschreck mich nicht so. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Okay, so, jetzt müssen wir hier unten drunter lang. So, so. Machen wir doch mal. Hä? Achso, ne, ist ja richtig. Zack, zack. Dann gehen wir eins hoch. Oder? Nö, eigentlich können wir hier unten bleiben. Das ist kein Problem. So. Jetzt muss ich neue Dinger machen. Das ist natürlich Schiete. Aber so ist das. So, zack. Dann sieht man das nicht mehr. Also ich bin ja, muss ja sagen, ich bin schon stolz darauf, dass ich meine Kabel so gut verstecken kann. Ja. Bei anderen sieht es wesentlich schlimmer aus, ehrlich gesagt. Ich höre schon wieder Slimes. Conduit. Ach Quatsch, ich muss es ja hier unten eingeben. Conduit. Wo sind sie denn? Die da. Okay, ich brauche mal wieder die Vibrant Alloys. Dafür brauche ich aber erstmal. Achso, kann ich die eigentlich herstellen? Haben tue ich sie nicht, ne? Nee, okay. Wie stellte man nochmal die her? Das war Glowstone, Gold und Redstone. Glowstone machen wir mal zwei Stacks. Gold machen wir zwei Stacks und Redstone. Voila, was habe ich denn gemacht? Zwei Stacks. So. In den Alloy-Smelter, dafür brauche ich das Ding wieder. Nein, da unten ist er. Das kommt hier rein. Ah, ich habe hier noch Sand drin gehabt, alles klar. Zack, zack, zack. Dann kann der durchlaufen. Und dann müssen wir ein bisschen warten. Und dann schauen wir mal. Davon brauchen wir nämlich auch ein paar. Ich könnte jetzt hier eine Kiste oben drauf setzen, also hier hin und dann eins dahin, eins dahin und eins dahin. Ah ne, ich muss ja da unten ran. Das ist natürlich blöde. Jetzt stehen die Maschinen dann im Weg. Ja. Aber da. So. Es dauert halt trotzdem ewig, ne? Ewig und drei Tage. Und in der Zeit kann ich eigentlich mal schlafen gehen. Jetzt sollte ich mir mal hier unten. Ach, was mache ich denn? Hier unten auch mal ein ME-System, ja, ein Bett hinstellen, würde ich eigentlich sagen. So. Und guten Morgen. Da sind wir auch schon. Gucken, was hier so los ist. Mit Trebe. Sonst geht hier, ist hier alle Dude, alle chic, alle schön. So, dann porte ich mich mal wieder zum runter. Zack. So, wie sieht's hier aus? 17 Stück haben wir schon mal, das ist doch schon mal was. Dann fülle ich mal eben auf. So. Zack, zack.
Und achso, ich muss ja Enderperlen da noch besorgen. Die kann ich eigentlich gleich mitnehmen. Ender. Oh. Oha. Achso, weil ich so viele geschreddert habe. Das ist bitter. Kann ich die auch herstellen? Ja, 5 oder Enderperlpuder. Okay. Machen das mal so. Okay, war nur 3. Na egal, ich hoffe einfach, dass es reicht. Ich muss endlich mal mein Farm-Dings aufstellen. Ey, ich mache so viel gleichzeitig momentan. Das ist der Shit, ey. Das dauert hier ein bisschen. Sinnvoll wäre es vielleicht einen zweiten aufzustellen, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Habe ich hier eigentlich noch meinen. Ja, hier. Resonant Ender. Ja, da habe ich auch etliche reingeballert, deswegen habe ich jetzt keine mehr. Blöd, blöd. Das ist alles gut soweit hier. Ja, hier diese Maschine, ey, so useless eigentlich. Ich könnte mir hier einen Spawner bauen. Ich habe hier noch dieses Spawner-Käfig und ich könnte mir locker so eine Essenz holen. Ich gucke mal kurz, wie das Glas heißt. Flask? Nee, auch nicht. Wie heißen denn die Fläschchen? Fläschchen. Warte mal, was haben wir hier? Nee, Berry Juice. Ein Fläschlein. Wo haben wir es denn? Ich weiß, ich hatte eins. Guck mal, ich habe hier noch Advanced Solar Generators. Naja, obwohl ich habe hier die Dinger habe ich auch. Aber ich habe halt auch die Broken Spawner. Ah, hier ist es. Soulvial. Ah, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Gravel kann weg. Kann ich gerade mal gucken? Spawner. Kann man die eigentlich reparieren? Spawner. Ja, das bringt ja mal gar nichts. Broken Spawner. Achso, das wäre dann Broken Spawner. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Flight Control Unit. Aha. Interessant. Aber kann man einen Spawner auch reparieren? Enderrail. Wird man dann teleportiert oder was? Lich Spawner, Hydra Spawner, Urghast, Night Phantoms. To assist block and spawn creatures, it needs a syringe of the appropriate type, Arafauna. Aha. Supply response activate. Okay. Ja. Jetzt erstmal nicht von Belang, sage ich mal. Ist nicht so wichtig. Der ist hier fast fertig. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Die Zeit vergeht so dermaßen schnell, das ist unfassbar. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Abend noch. Haut rein. Ciao. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, dann habt ihr links oben die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Unten gibt es Social Media Kram und rechts seht ihr zwei weitere Videos oder Playlists. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen und Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und denkt dran, immer schön flauschig bleiben.